was macht ihr hier? Was ist hier los? Was macht ihr hier? Wir wollen aufs Bierbuck gefecht. Und jetzt ausflippen! Wer hat die größten Hörner? Dieses Jahr ist doch gar kein Bierbuck gefecht wegen Corona. Es wurde doch abgesagt. Was soll man jetzt machen? Handy. Was? Ich muss hier nach Hause gehen. Ich muss euch hier wegschicken. Wir machen für unser eigenes. Ja, auf geht's nach Hause. Ciao. Hey, Jungs, ciao. Viel Spaß. Danke. Ja, also ist jetzt schon schade, dass es nicht stattfindet. Die letzten Jahre war es natürlich sehr schön. Aber ich denke, ja, wir machen jetzt einfach ein eigenes Bierbuckelfest. Heute als Türsteher war echt ein harter Tag für mich. Ich musste noch nie so viele Leute vom Bierbuckel wegschicken und habe noch nie so viele traurige Gesichter gesehen. Aber ich wünsche dem Team Master of Pong Fu sehr viel Erfolg und viel Glück bei ihrem eigenen Bierbuckelfest. Ausflippen, hey, hey, hey. Ausflippen, ausflippen, hey, hey, hey. Ausflippen, ausflippen, hey. Ich bin ein Partytier. Leute, heute feiern wir. Hab das Herz am rechten Fleck. Jede Frau ist hin und weg. Auf jeder Feier mach ich Spaß. Das ist sicher, ich geb Gas. Nichts und niemand bleibt hier trocken. Wir wollen heute die Bude rocken. Wer hat die größten Hörner? DJ Uli ist der Burner. Wer hat die größten Hörner? Unser Bierbuckelfest war echt schön, aber es kam lang nicht ans echte Bierbuckelfest ran. Ja, ich finde auch gerade, wir haben zwar gute Boxen, aber die Live-Musik beim Bierbuckelfest, die holt es einfach nochmal raus. Und auch die Atmosphäre durch die Leute, unschlagbar. Ich vermisse ein Zapfahren. 10 Euro für eine Maß am Rutenfest ist schon echt teuer. Ich gehe lieber aufs Bierbuckelfest und trinke für 5 Euro meine Maß. Prost! Bei euch sind die gleichen Liegestühle viel bequemer. Beim richtigen Bierbuckelfest wäre ich nie der Fahrer gewesen.